Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mich gerne mit euch mit dem Thema Beauty with Benefits befassen. Also quasi, was können Schönheitsprodukte mit mir, mit meiner Schönheit in irgendeiner Art und Weise machen? Wie können sie das beeinflussen? Das werden wir jetzt mal in diesem Video herausfinden. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe in diesem Video auch tatsächlich zwei Kooperationen. Das ist einmal Lily Silk, da geht es um Kleidung ganz offensichtlich. Und es geht auch um Bayana Beauty. Das ist auch eine ganz, ganz coole Marke, die ich schon öfters hier vorgestellt habe. Ich habe aktuell auch für beide Firmen, für beide Online-Shops Rabattcodes. Da könnt ihr gerne auch mal in der Infobox vorbeischauen. Und da gehe ich aber gleich auch drauf ein, wenn ich auf die Produkte eingehe. Hautpflege, wissen wir, ist klar, ist das Allerwichtigste überhaupt, weil das die Grundlage des Ganzen schafft. Und dass da entsprechende Inhaltsstoffe drin sind, die Wirkstoffe enthalten, die die Haut schützen und unterstützen, ist uns allen bewusst. Aber mittlerweile gibt es immer mehr Produkte auf dem Markt, sowohl im Beauty-Make-up-Bereich als auch im Kleidungs- und Haarpflegebereich, die einfach dem Ganzen noch ja, die Krone aufsetzen können. Und das finde ich ganz cool. Und da kommen wir auch zum ersten Kooperationspartner, Lily Silk. Dort finden wir im Online-Shop ganz viele wundervolle Produkte aus hochwertiger Seide und die sehr schön verpackt bei uns zu Hause eintreffen. Also ich habe hier zum Beispiel mal exemplarisch diese schöne Pappverpackung als Geschenkverpackung. Übrigens, die Produkte eignen sich auch eins als Muttertagsgeschenk, ne? Sehr, sehr schön eingepackt. Oder halt, je nach Größe, ist es dann in so einem Versandumschlag. Also, ne? Finde ich sehr cool gemacht. Und ich trage auch schon das erste Teil, aber ich möchte euch mal einblenden, wie das Ganze im Try-On ausgesehen hat. Und zwar durfte ich mir ein paar Teile dort aussuchen, die ich euch auch gerne präsentieren möchte. Ja, ich denke ja natürlich auch schon daran, es wird Frühling, es wird Sommer und da möchte ich gerne auch so leichte Stoffe haben, die figurumspielend sind, die sich leicht und einfach angenehm anfühlen. Und ich habe noch nie vorher Seide getragen und war deswegen auch ein bisschen skeptisch. Ich muss aber wirklich gestehen, dass ich das Gefühl, dieses Tragegefühl, unfassbar angenehm finde. Gibt es auch wunderschöne Schlafprodukte, unter anderem auch ein Set mit einem extrem angenehmen Kissen, was ich aktuell in Anwendung habe. Leute, also nicht das Kissen selber, sondern der Kissenbezug, der ist nämlich aus Seide. Das ist haut- und haarschonend. Ich sag's euch, das ist der Wahnsinn. Da sind irgendwie Aminosäuren drin und Seide auf dem Körper zu spüren, ist eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Es ist so hochwertig und so, weiß ich nicht. Es ist schön und meine Mama war auch da, als ich die Produkte anprobiert habe und halt die Sequenzen gedreht habe. Sie hat auch gesagt, boah, voll cool, ne? Weil du kannst es so schön kombinieren. Du kannst es schick machen, du kannst es ein bisschen casual machen, du kannst, je nachdem auch welche Schuhe du damit kombinierst, einfach so unterschiedlich jedes einzelne Teil stylen. Du kannst es ja wirklich immer tragen. Es ist ja zeitlos. Ja, ich war begeistert, wie angenehm sich das auf der Haut anfühlt. Auch ganz interessant für die Leute, die vielleicht so Probleme mit der Haut haben. Es ist hypoallergen, das ist auch eine ganz angenehme Geschichte, atmungsaktiv und so. Also richtig, richtig cool. Und was ich auch mega gefeiert habe, als ich die Lieferung von Lily Silk bekommen hatte und dann hier auch die Umschläge liegen hatte mit den Produkten drin, war meine Stiefmom zu Besuch. Sie sah das und sagte, ach cool, Lily Silk, da habe ich auch letztens bestellt. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, meine Stiefmom ist tatsächlich eine sehr, sehr... Ja, die kleidet sich halt echt wundervoll, ne? Das ist richtig cool, wie die sich, also das ist schick. Und deswegen bin ich halt mega froh, dass ich hier die Kooperation für euch habe, dass ich euch auch zwei Codes mit an die Hand geben kann. Zum einen ist es Claudis 12, damit bekommt ihr 12% Rabatt auf das komplette Sortiment, also auch auf die bereits reduzierten Produkte, auch zum Beispiel auf dieses wunderschöne Set. Ich gucke gerade drüber, einfach nochmal dieses Kissen. Ich will, jetzt kann ich ja noch so machen, ich bin jetzt ja ungeschminkt, ne? Ich freue mich jetzt schon wieder auf heute Nacht, dass ich mich da drauflegen kann. Und Claudis 30 gibt euch 30% auf das zweite Teil, wenn ihr zwei Produkte kauft. Das ist halt auch, je nachdem müsst ihr gucken, was sich dann für euch am besten lohnt. Ne? Ja, schaut auf jeden Fall super gerne in der Infobox vorbei und vielen, vielen Dank an Lily Silk. Jetzt starten wir mit dem Make-up. Und da habe ich jetzt Produkte von Typology. Die hat mir die liebe Melloflori schmackhaft gemacht, denn sie hat die öfters mal in ihren Videos gezeigt. Ich werde jetzt zuallererst meinen regulären Primer von Reloved nehmen, den ich aktuell in Anwendung habe und werde dann den Illuminator mit reinmischen. Der hat Vitamin C und Aloe Vera drin. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, denn alles, was ich hier verwende, hat irgendwelche coolen Inhaltsstoffe, die die Haut nachher echt noch verschönern sollen. Nachher ist gut, langfristig, ne? Achso, so sieht Typology übrigens aus. Das ist so ein
Glaspipettenflakon. Und ja, davon gebe ich mir einfach so ein bisschen was hier in meinen Primer-Gedönsen mit rein. Da mache ich eine so eine Tropfengeschichte, ne? Und das sieht halt auch wirklich schön aus. Richtig Perlenglanz. Kannst du dir auch solo aufs Gesicht geben, aber ich brauche halt immer so ein bisschen mehr Feuchtigkeitsspendung. Das gibt definitiv schon mal einen fetten Glow ins Gesicht, was ich sehr, sehr begrüße, denn sowas mag ich ja ganz gerne. Und dann kommen wir zur Foundation von Typology, beziehungsweise im Prinzip ist es ein getöntes Serum. Das sieht so aus, habe ich in der Farbe 1. Vitamin C, Squalan und Aloe Vera sind hier die Schlagworte. Definitiv ein Farbmatch. Das begrüße ich gerade sehr. Und das Finish gefällt mir sehr gut. Das hat sich jetzt auch super nur mit dem Pinsel gut verteilen lassen. Und es ist eine sehr leichte, zurückhaltende Deckkraft. Perfekt für Frühling und Sommer. Aber wenn man die Deckkraft erhöhen möchte, nimmt man sich einfach den Concealer zur Hand. Da habe ich auch die Farbe 1. Das ist so ein Tubending. Koffein, Niacinamide und Kornblumenhydrolat sind hier drin enthalten. Das kommt auch direkt hier auf das Augenlid drauf. Macht sich ganz gut. Doch, doch, so kann es weitergehen. Als nächstes habe ich hier von der lieben Charlotte ein Produkt, und zwar diesen Cream Bronzer. Hier haben wir drin Provitamin D3 und Hyaluronsäure, Leute. Ne? Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass hier sowas mit drin ist. Aber ich habe recherchiert. Science and Color steht hier drauf. Ich habe die Farbe 1 Fair. Ja, der war, glaube ich, gar nicht mal so mega leicht in der Anwendung. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu heftig wird. Upsala. Okay, es lässt sich schon so ein bisschen retten, definitiv, ne? Aber, oh, es ist... schwieriges Produkt. Wirklich schwieriges Produkt. Was hingegen ein super dankbares Produkt ist, ist der Lipstick von Bayana Beauty. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Denn diesen Lippenstift kannst du auch als Blush verwenden. Und das werde ich jetzt machen. Wir haben hier mit drin enthalten Hyaluron, Bio-Jojoba-Öl, Vitamin E und Bio-Rizinusöl. Und ich habe jetzt hier die Farbe 05 Iconic Peach. Und damit möchte ich mir einfach direkt einen wunderschönen Blush zaubern. Oh ja, ne, geile Farbe. Wie alle Produkte von Bayana Beauty ist natürlich auch der Lippenstift 100% mit natürlichen Inhaltsstoffen und zertifiziert, also durch PETA, Vegan Society und EcoCert. Guck mal, wie schnell der sich verblenden lässt, ne? Oh, mag ich. Und bei allen Produkten von Bayana Beauty sind die Verpackungen aus 100% recycelbarem und aus 100% recyceltem Material. Und bei Bayana Beauty habe ich aktuell den Code CLAUDI15 für 15% Rabatt. Mit Dalton fliege ich nächste Woche nach Malaga und da freue ich mich schon so richtig drauf. Und hier habe ich jetzt das Freshen Up Mist. Das wird, oder ja, Freshen Up Hydrating Face Mist. Das wird definitiv diesen Sommer auch wohl wieder ins Sortiment kommen. Hier haben wir verschiedene Inhaltsstoffe drin, die das Ganze schön machen. Und zwar Meerwasser, Spirulina-Alge, Ginseng, Panthenol und Aloe Vera. Das erfrischt natürlich super, super angenehm und das kann man auch sowohl als Setting-Spray verwenden, als auch im Sommer einfach so als Spray zwischendurch. Von Dominique Cosmetics habe ich hier ein Puder. Das ist dieses Translucent Setting Powder und das enthält sogar Hyaluronsäure. Und das verwende ich jetzt einfach mal schön, um meine Augen zu setten. Und danach kommt ein Produkt, was von einer Firma kommt, die generell mit Hautpflege angefangen ist und das Ganze dann in Make-up umgewandelt hat. Von It Cosmetics Bye Bye Pores habe ich hier das Illumination Powder. Und hier haben wir drin Peptide, Antioxidantien, Seide, passt, und Kollagen. Tada! Und nun möchte ich ein bisschen Highlight verwenden. Da hat auch Bayana Beauty einen wunderschönen Highlighter im Sortiment, also in verschiedenen Farben. Das ist jetzt die Farbe 01 Champagne. Und was super cool ist, du kannst ihn natürlich auch als Taschenspiegel damit verwenden, aber was ich noch cooler finde, ist, dass du hier dieses Refill-System hast. Das heißt, wenn du den irgendwann mal in deinem Universum aufgebraucht hast, musst du nicht das ganze Produkt neu kaufen, sondern einfach das Refill, was natürlich auch ein bisschen günstiger ist als das ganze Produkt, ist klar, ne? Und du hast halt viel weniger Verpackungsmüll, was ich super finde, auch wenn 100% recycelt und recycelbares Material, weißt du Bescheid, aber ne, mega. Genau, und den trage ich mir jetzt einfach so ein bisschen auf, um mein Gesicht zu highlighten. Hier drin enthalten ist Hyaluron, Bio-Acai-Öl, Vitamin E und Bio-Rizinusöl. Also wirklich ein schöner, schöner Glow. Ich mag den sehr gerne leiden und vor allem, wenn man dann noch weiß, dass man ein Produkt aufgetragen hat, was gleichzeitig auch noch hautpflegend ist, noch viel besser. Als Augenbrauenstift habe ich jetzt leider nichts gefunden, was wirklich einen Benefit hat. Deswegen habe ich einen von Benefit genommen. Wow, was ein Wortwitz. Precisely My Brow in der Farbe 2. Wusstet ihr, dass es schon so viele Produkte auf dem Markt gibt, die halt eben so hautpflegende Inhaltsstoffe drin haben, obwohl sie gar nicht so
direkt Skincare sind. Ich finde das total spektakulär. Vienna Beauty ist ja ein Münchner Familienunternehmen und die wollen gesund wachsen und nachhaltig wachsen. Und deswegen bringen die jetzt nicht gefühlt jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt, sondern immer mal wieder. Und jetzt gibt es ganz brandneu seit dem 17. April dieses Augenbrauengel. Das nennt sich Clear Brow Gel. Gel. Und es ist transparent, dementsprechend dann für alle auch tragbar. Und wir haben hier einen Spoolie dran, der dann den Auftrag auch dementsprechend super easy und schnell macht. Und ihr seht es auch jetzt, easy peasy, lemon squeezy, kann man einfach durch die Augenbrauenhärchen durchgehen. Ja, das hat jetzt recht easy funktioniert, ne? Und das Ergebnis soll langanhaltend sein, über den ganzen Tag gut halten und in dem Sinne auch etwas Volumen in die Augenbrauen geben. Die Inhaltsstoffe, die in dem Augenbrauengel enthalten sind, sind Hyaluron, Vitamin E, Bio-Aloe Vera und Süßmandelprotein. Und dieses Süßmandelprotein soll halt auch noch die Wurzeln stärken. Das heißt, da haben wir auch noch ein bisschen mehr Spaß dann auch an den Augenbrauen an sich. Also, dass die Härchen auch in dem Sinne gepflegt werden, was ich sehr cool finde. Jetzt kommen wir zu dem Augenlook. Der wird jetzt heute mal ein bisschen simpler sein, aber trotzdem hole ich euch mal ein Stückchen näher ran. Denn ich habe mich dafür entschieden, dass ich heute mal tatsächlich nichts Buntes mache, sondern einfach einen Monolidschatten von Vienna Beauty verwende in der Farbe 01 Silk, Leute. Auch hier haben wir wieder dieses Refill-System, ne? Da hinten sehen wir den Nupsi, dass wir das rausdrücken können. Und den kann ich mir ja ganz einfach mit dem Finger auftragen und auf meinem Augenlid verteilen. Der ist wirklich super dezent, aber hat trotzdem einen schönen Effekt, weil das halt wie Seide dann ist und das Ganze dann einfach ja frischer aussehen lässt, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, ne? Hier haben wir drin Hyaluron, Bio-Jojoba-Öl und Vitamin E. Und ich finde, so ein kleiner Monolidschatten ist eine richtig süße Geschenkidee, so zum Muttertag. Also hübsches, allein wegen der Verpackung, guckt euch das an. Es ist weiß mit Rosé-Gold so drumherum. Ich mag das, ne? Mit dem Logo und dieses. Das ist hübsch und das haben wir halt bei allen Produkten von Vienna Beauty. Und jetzt kommen wir zu dem Eyeliner. Da habe ich von Physicians Formula den Eye Booster und da haben wir ein Lash Serum mit drin. Das soll Feuchtigkeit und Kräftigung schenken und wir haben halt, ja, so eine Pinselspitze, ne? Stehe ich ja total drauf. Okay, die beiden Eyeliner wollen einfach nicht so wirklich was miteinander zu tun haben, ne? Der geht ein bisschen steil und der lässt sich ein bisschen hängen. Passiert. 13 natürliche Öle. Propolis, Aloe Vera und Fruchtextrakte befinden sich in dem Pixie Glow Mist, was ich jetzt hier aktuell auch ganz offensichtlich in reger Anwendung habe. Es gibt noch den gewissen Glow. Noch mehr Glow. Wir glowen heute vom Mond. Wieder zurück? Nein, bis zum Mond und wieder zurück. So. Und natürlich ist es so, dass wenn man jetzt so einen zurückhaltenden Augenlook hat, die Mascara, die ich gleich verwenden werde, umso mehr Möglichkeiten hat, um zu wirken. Da bin ich auch mal gespannt, wie die jetzt abgehen wird. Denn hier haben wir Prokeratin und Phylloxane drin. Was auch immer Phylloxane sind. Keine Ahnung. Prokeratin ist halt wirklich dann auch wieder für die Wimpern eine schöne Geschichte. Ist von L'Oreal Age Perfect die Densifying Mascara for Sensitive Eyes. Ich habe sensible Augen. Ich bin generell ein sensibler Mensch von innen und von außen. Und deswegen passt das ganz gut. Wir haben hier einfach ein Faserbürstchen, was recht normal aussieht. Also ein übliches, ein handelsübliches Faserbürstchen. Sehr stark parfümiert. Und das soll vor Sensitive Eyes sein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, und auch mit dieser Puderdose kannst du tatsächlich, wenn du den Spiegel so nach unten hältst, mit meiner Mascara-Auftragetechnik abgehen wie ein Zäpfchen. Das sage ich euch. Kann ich euch mal im i verlinken, wie ich das mache gleich so. Aber erstmal gucken wir uns den Effekt in schnell an. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, als Westfale sage ich, nicht schlecht. Und als Beauty-Influencerin sage ich, ich lieb's. Das sind immer diese zwei Herzen in meiner Brust, ne? Ja, aber guckt euch das mal an. Die macht schon was mit den Wimpern. Das ist definiert und auch ein bisschen Volumen ist mit drin. Die sind schon nicht schlecht, ne? Die könnten für meinen ganz persönliches Empfinden her ein bisschen länger sein, aber ich finde, zu dem Look, den ich gerade trage, passt das auch sehr, sehr gut. Ja, also schon eine stimmige Kiste. Dann schauen wir mal, ob dieser Lippenstift auch zu dem Look eine stimmige Kiste wird, denn das ist von Vienna Beauty, der Lipstick in der Farbe 04 Spicy Nude. Auch hier wieder die pflegenden Eigenschaften, das hatten wir ja eben schon bei dem Lippenstift als Blush, ist ja genau das gleiche halt, ne? Hyaluron, Bio-Jojoba-Öl, Vitamin E und Bio-Rizinusöl, ne? Und das ist halt eine schöne Farbe.
Ja, definitiv. Mag ich super gerne leiden. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und den habe ich ja schon eine Weile. Da kann ich euch wirklich sagen, der hält richtig lange. Also der wird auch halten, wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, was essen gehen würde oder so. Ne? Dann hätte ich immer noch so einen Hauch von Farbe auf den Lippen, könnte den eben nachtragen. Denn das ist das Gute bei diesem Lippenstift. Der ist jetzt nicht irgendwie so, dass er schwer wäre. Der fühlt sich super leicht auf den Lippen an. Das heißt, es ist super easy, dass du da noch eine Schicht drüber legen könntest. Und trotzdem ist er sehr, sehr haltbar und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Genauso wie ich den Look gerade sehr, sehr gerne mag, muss ich wirklich sagen. Ich fühle mich gerade sehr, sehr schön. Wirklich. Vielen, vielen Dank an Lily Silk und an Vienna Beauty für die coole Möglichkeit, einfach hier die Produkte vorzustellen. Und ja, dann wäre es das hier auch gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich hier super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!